So, hallo. Heute ein ganz anderes kleines Thema, auch nur sehr kurz abgehandelt. Wer sich einige meiner Beiträge angeschaut hat, wird sicherlich mitbekommen haben, dass ich ein aktives Mitglied in einem bayerischen Trachtenverein bin. Ja, leider bin ich nicht mehr lange. Ich habe meine Kündigung jetzt schon oder meinen Austritt erklärt zum 30.06.2022. Warum nicht zum Ende dieses Jahres? Ich bin dort aktiv der erste Kassier und möchte meinen Nachfolger die Chance geben, sich einzuarbeiten. Bei mir war das damals anders. Mich hat man damals ins kalte Wasser geworfen, die Kassiererin ist mittendrin gegangen und ich musste mich dann einarbeiten. Es hat 1,5 Jahre gedauert, bis ich damit klarkam. Warum? Warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Ja, es ist traurig, aber es gab eine Ausschusssitzung. Da haben wir besprochen, ja, bei den Treffen, da soll formuliert werden, dass wir uns halt an die Corona-Auflagen, die verordnet sind, halten. Was gemacht wurde, dass man zum Verein gehen darf, wenn man geimpft, genesen oder getestet ist. Da ich keines von den dreien bin und auch nicht sein werde, macht es für mich auch keinen Sinn mehr, im Verein zu bleiben. Das ist auch ein Grund, warum ich mittlerweile da keine Diskussion mehr darüber führe. Ich verstehe auch nicht, warum die geimpfte Fraktion immer wieder Druck auf uns Ungeimpfte ausübt. Nämlich sagt, ja, wie kannst du das verantworten, dich nicht impfen zu lassen, bla bla bla. Und das nicht einfach nur mit einem Satz, sondern dann schon sehr massiv macht. Und ja, wir Ungeimpften machen das doch auch nicht mit euch. Wir gehen doch auch nicht hin und sagen, wie könnt ihr so doof sein, euch impfen zu lassen. Es ist euch vorbehalten, was ihr wollt. Wenn ihr euch impfen lassen wollt, lasst euch impfen, so viel ihr wollt, so oft ihr wollt. Aber da macht uns doch bitte nicht auch zu einem, ja, Aufklärungsobjekt eurer Wahl, dass ihr belehren müsst und dass ihr zwingen müsst, sich dem Ganzen zu beugen. Wir lassen euch in Ruhe, lasst uns doch auch in Ruhe. Ich habe einige Freunde, die geimpft sind, die verstehen meine Argumente, die sagen, gut, es ist deine Sache, ob du dich impfen lässt oder nicht. Da denke ich, wird die Freundschaft auch bestehen bleiben. Bei allen anderen, ja, ich werde sie nicht vermissen.